Hallo zusammen, in diesem Video habe ich 6 Neuerscheinungen, die im Mai herauskommen werden, die ich persönlich am vielversprechendsten finde. Das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, erscheint am 2. Mai. Es heißt Mein Leben als Sonntagskind. Das Besondere an diesem Buch ist, wir folgen hier einer jungen Protagonistin, die Autismus hat. Bedeutet, zwischenmenschliche Kontakte, soziale Interaktion ist etwas, was ihr nicht leicht fällt. Sie weiß halt selten, wie sie sich in einer bestimmten Situation zu verhalten hat und ist dementsprechend zurückgezogen. In ihren Tagebüchern hingegen stellt sie sich komplett anders dar und ihren Alltag komplett anders dar, was halt mit der Realität ziemlich kollidiert. Und ich fand, das klang ganz interessant. Ich finde, das klingt auch nach einer All-Age-Geschichte. Also das ist hier schon eine Erwachsenwerden-Geschichte, Coming-of-Age-Geschichte, also wird man auch als Jugendlicher gut lesen können. Aber ich erhoffe mir hier, dass genug Aspekte gegeben werden, dass man das auch als deutlich älterer Mensch lesen kann. Es wird dann auch versprochen, dass es eine mitreißende Geschichte ist, eine Geschichte, die einem ins Herz geht. Und es klingt so, als ob dem auch so sein könnte. Dementsprechend ist das Buch auf meiner Wunschliste gelandet. Als nächstes habe ich auf meiner Liste stehen, ebenfalls am 2. Mai erschienen, 7 Reisen in den Abgrund. Hierbei handelt es sich um eine Kurzgeschichtensammlung von 7 Geschichten, wie es anzunehmen ist. Und zwischendurch greife ich wirklich gerne mal zu Erzählungen, zu Kurzgeschichten-Stories. Das ist literarisch gesehen für mich so ein bisschen die Masterklasse tatsächlich. Also weil du hast, musst auf sehr wenigen Seiten, mit sehr wenigen Worten, so viel erschaffen, wie man sonst eigentlich in einem Roman auf mehreren 100 Seiten geboten bekommt. Und lange ausschweifend erzählen kann im Prinzip jeder, aber das auf das Nötigste runterzubrechen, das zu reduzieren und trotzdem, dass einem trotzdem eine Welt im Kopf erschaffen wird, das ist die Kunst. Ob das diese Autorin so hinbekommen hat, weiß ich nicht. Also hier steht natürlich, ist eine Bestseller-Autorin. Ich habe von ihr noch nie vorher irgendwas gehört. Allerdings, was ich hier auch an diesen Geschichten so besonders finde, wie es auch bereits der Titel und auch das Cover ein nahe liegt, sind diese Kurzgeschichten wohl sehr nah am Horrorgenre anzusiedeln. Es ist ja auch die Rede von Psychospannung und da ist jetzt die Frage, liegt mir das oder nicht? Weil eigentlich greife ich nicht bewusst zum Horror- oder Thriller-Genre oder so etwas. Also hier auf dem Klappentext heißt es zum Beispiel, ein Kind verschwindet, was zum Auslöser für eine Hexenjagd auf einen Lehrer wird. Ein abgehalfterter Weiberheld trifft am Ufer eines verlassenen Flussbettes auf seine rachsüchtige Stieftochter. Also es klingt schon blutig. Und so Bereich Splatter wäre jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mein Ding, aber danach heißt es zum Beispiel, ein eifersüchtiges kleines Mädchen freundet sich mit einer unheimlichen Katze an, was ja dann doch eher so, ja, in den einfach düsteren Bereich gehen könnte. Also schwer zu sagen, ob dieses Buch jetzt wirklich mir das geben könnte, was ich mir davon erhoffe, aber das wäre für mich tatsächlich mal was Neues, was für mich auch irgendwie spannend klingt. Ja, es ist jedenfalls erst einmal auf meiner Wunschliste. Am 6. Mai erscheint dann ein neues Buch von Lucia Berlin, heißt Welcome Home, Erinnerungen, Bilder und Briefe, der auch deutlich mehr autobiografisch angelehnt sein soll. Und es klingt für mich zumindest so, als ob die Frau ein wahnsinnig interessantes, spannendes Leben geführt hätte, was auch durchaus eine Geschichte des Leidens, trifft es vielleicht nicht so ganz, aber auch des Scheiterns ist und sich trotzdem irgendwie des Durchkämpfens ist und ich liebe sowas. Also hier so als kleiner Anteaser steht auch auf den Klappentext zum Beispiel drauf, 18 Mal zog sie um, wurde mit 32 Jahren als Mutter von 4 Söhnen bereits zum 3. Mal geschieden, war nirgends richtig zu Hause. In diesem Buch erwarten einen 20 kurze autobiografische Texte mit ihrem Stil, ich freue mich drauf. Also ich erwarte ziemlich viel an diesem Buch aufgrund auch des Namens der Autorin und weil ich glaube, dass ihr Leben wirklich einiges zu bieten hat. Upsi. Okay, das ist ein Dorf. Geht's so? Wird schon. Als nächstes am 9. Mai erscheint Der Zopf meiner Großmutter. Dieses Buch interessiert mich tatsächlich nicht so wegen der Geschichte selbst, sondern wegen dem, was ich mir zwischen den Zeilen erhoffe. Also es klingt für mich so, als wäre dieses Buch erzählt aus der Geschichte von Max. Zweitwichtigste Person scheint die Großmutter zu sein, die eine sehr besondere Person ist. Eine sehr interessante und wahrscheinlich auch anstrengende, aber auch liebevolle Person, die so damit beschäftigt ist, ihren einzigen Enkelsohn von der furchtbaren neuen Welt zu beschützen, dass sie nicht merkt, dass sich ihr Mann gerade neu verliebt hat. Ja, von mir aus kann man machen, aber hier heißt es halt, ein Roman über eine Frau, die versucht, in einer Gesellschaft Fuß zu fassen, die ihr entgleitet. Das war tatsächlich ein Satz, bei dem ich hellhörig geworden bin, weil, falls ihr das Video gesehen habt, was ich ja über Artikel 13 gemacht hatte. In diesem Video hatte ich ja auch gesagt, dass eins der größten Probleme, auch eins der größten politischen Probleme, den wir uns gerade gegenüber sehen, ein Kulturkampf ist. Der alten Welt, die wegstirbt gegen die neue Welt, gegen die Digitalisierung. Und in einer gewissen Form
scheint dieses Buch genau dieses Thema aufzugreifen. Das erhoffe ich mir jedenfalls daraus. Heißt es auch weiter über einen Jungen, der durch den Wahnsinn der Erwachsenen navigiert und zwischen den Welten vermittelt. Genau das ist für mich dieser Generationskonflikt, den wir uns gerade gegenüber sehen. Eine alte Generation, die mit dem Wandel der Zeit nicht zurechtkommt und eine junge Generation, die irgendwie versuchen muss, da durchzunavigieren und vielleicht auch verzweifelt versucht, zwischen diesen Welten zu vermitteln. Und es würde mich einfach wahnsinnig interessieren, zu was für einem Ergebnis, was für einem Schluss dieses Buch kommt. Vielleicht auch auf den Weg dahin, was für Denkanstöße eingegeben werden. Wie gesagt, das ist das, was ich mir von diesem Buch erhoffen würde, was ich da hineininterpretiere. Ob das wirklich da drinne so vorkommt? Keine Ahnung. Als nächstes habe ich auf der Liste stehen ein Buch, was am 13. Mai erscheinen wird und heißt Der europäische Frühling. Ein reines Glückbuch, weil es wird ein so wenig über dieses Buch hier angegeben, dass ich keine Ahnung habe, was einen in diesem Buch eigentlich erwartet. Ich habe halt nur eine gewisse Erwartungshaltung aufgrund des Klappentextes. Für mich tatsächlich sogar ganz schwer zu sagen, was eigentlich die grobe Rahmenhandlung in diesem Buch ist. Also wir haben hier eine Art Utopie, würde ich fast sagen, die auf der Insel Loland spielen soll. Das scheint jedoch, wie gesagt, so ein Ort des Paradieses zu sein. Also wo Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, Menschlichkeit vorherrscht. Allerdings auch eine zukunftsgerichtete Variante. Also wir haben hier intelligente Drohnen, die anscheinend sehr viel von der allgemeinen Arbeit wegnehmen und so. Also für die Bewohner auch in diesem Idyll das perfekte Leben. Allerdings haben wir hier auch das Problem natürlich der Abschottung. Nicht jeder darf Teil dieses Systems, dieses Paradieses sein, was natürlich an Europa erinnert. Natürlich auch aufgrund des Titels ist das naheliegend. Wenn wir hier wieder auf das Thema Politik zurückkommen, so heißt es hier auch, Probleme werden nicht gelöst, sondern ausgelagert. Das ist ebenfalls eine Sache, die man in der Politik sehr gut sehen kann. Und auf Dänemark wird anscheinend eine Landfläche gepachtet, wo Flüchtlinge dann einfach in Containern abgeschoben werden, untergebracht werden. Und vor allem der letzte Satz hier hat mein Interesse denn gänzlich geweckt. Am Ende ist die Zukunft auch nur ein Geschäft. Und das klang so pragmatisch, fast bösartig wahr, dass mich das interessiert. Was einem jetzt hier nun wirklich eigentlich geboten wird. Was mich tatsächlich schon wieder ein bisschen verunsichert ist, wenn Werbetexte so wahnsinnig schwülstig klingen. Und das ist hier leider der Fall. So heißt es hier drinne, bla bla bla, die großen Themen unserer Zeit zu einem bittersüßen Sittengemälde, wird hier zusammengefasst, welches leicht im Abgang ist, aber im Halse stecken bleibt. Ja, also ich befürchte schon, dass das hier so ein bisschen plakativ sein kann, aber irgendwie ist da durchaus auch an dieser Tonalität, dass durchaus vielleicht doch so eine gewisse Düsternis drin ist. Wie gesagt, bei diesem Buch bin ich mir noch so ein bisschen unsicher, aber es klang irgendwie interessant. Dementsprechend ist es hier auf der Liste gelandet. Und damit sind wir auch schon beim letzten Buch, was am 22. Mai erscheinen wird. Maschinen wie ich. Auch bei diesem Buch bin ich mir tatsächlich nicht so hundertprozentig sicher. Also gerade scheint so generell so eine Welle mit dem Thema Digitalisierung auf den Markt zu kommen, weil in dieses Buch schlägt in genau die gleiche Kerbe. Wir haben hier im Prinzip drei handlungsführende Personen, nämlich einmal Charlie, ein sympathischer Lebenskünstler, Anfang 30, wie es hier heißt, und dann noch Miranda, eine clevere Studentin, die ein dunkles Geheimnis mit sich birgt. Das ist ja immer so ein bisschen, ich weiß nicht, das ist so eine Phrase, das dunkle Geheimnis, was so ein bisschen alles und nichts sein kann, aber es ist meistens nicht so, ich mag das nicht so unbedingt. Wie gesagt, hier aber hauptsächlich vermutlich Blick auf Digitalisierung, denn die beiden schaffen sich einen künstlichen Menschen an, ein Android. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was es letztlich sein wird. Es heißt Adam. Ach ja, guck mal, da steht es ja auch, ein lebensechter Android. Also ist gut, wäre das geklärt. Und das Buch greift das Thema auf, vermutlich, was passiert, wenn künstliche Menschen menschlicher werden vielleicht als die echten Menschen. Also wenn diese Gefühle entwickeln, die moralischen Vorstellungen, Prinzipien, die diese haben. Diese Konstellation zwischen diesen drei Figuren scheint sich dann zuzuspitzen. Daraus entwickelt sich dann die Handlung. Ich hoffe tatsächlich wahnsinnig, dass hier nicht eine plumpe Drecksgeschichte draus wird. Das wäre echt ein Problem. Und ich finde, dieser Klappentext schlägt so schon so ein bisschen in diese Richtung. Da ist tatsächlich meine Hoffnung ganz blindlings auf den Verlag, auf den Diogenes Verlag, dass das nicht zu platt wird. Sich aber auf einen Verlagsnamen zu stützen, ist da immer so ein bisschen heikel, das gebe ich durchaus zu. Aber das ist momentan so generell ein Thema, was mich einfach interessiert. Und es mich eben auch interessiert, wie das literarisch aufgegriffen wird, was einem möglicherweise für Denkanstöße, für andere Blickperspektiven geboten wird. Dementsprechend ist dieses Buch hier auf meiner Liste. Okay, und das waren dann die 6 Bücher gewesen, die mich besonders interessiert haben für den Mai. Ein wieder sehr vielversprechender Monat. Der April war ja aus meiner Sicht so ein bisschen mau. Da hätte mich höchstens ein Buch interessiert, die Angehörigen. Und selbst da war ich nicht so wahnsinnig
sicher, ob das jetzt wirklich ein Buch für mich wäre. Dementsprechend jetzt aber, wie gesagt, der Mai wieder sehr vielversprechend, freut mich sehr. Auch wenn da durchaus wieder so ein paar Bücher auf der Liste sind, die eher so in Richtung Experiment gehen. Aber man muss ja auch mal was wagen und rauskommen aus seiner Komfortzone. So, das war es dann soweit aber auch von meiner Seite aus. Wie ist denn eure Sicht der Dinger? Fällt euch noch ein Buch ein, was ihr auch ganz besonders interessant findet, wo ihr sagt, so guckt da vielleicht auch mal rauf, könnte auch was für dich sein. Weil hier jetzt vielleicht aus dieser Liste auch ein Buch für euch dabei. Seht ihr auch möglicherweise das ganz anders und so, ey, aber vielleicht könnte man es auch so und so interpretieren. Alles, was ihr dazu zu sagen habt, sagen wollt, gerne in die Kommentare damit. Ich wünsche euch sonst noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!